Genau, das werden wir jetzt natürlich auch gleich mal machen. Entdecke die Stadt Janusberg. Gehen wir einfach mal hier rüber. Also ich könnte mir jetzt natürlich wieder... Nee, kann ich mir gar nicht anzeigen lassen, wo. Ich muss sie ja auch entdecken, genau. Also da ist halt auch ein Unterschied zwischen entdecken und irgendwelche bekannten Orte erreichen. Aber wir wissen ja schon, wo Nachbarn sind. Die klappern wir jetzt einfach alle mal ab. Seid willkommen, Fremder. Wir brauchen Hilfe. Doch sind wir schon zu oft betrogen worden. Wir können euch nur dann vertrauen, wenn der Landvogt von Janusberg für euch bürgt. Auf euren Befehl! Ja, den wurde scheinbar übel mitgespielt, den armen Kerlchen. Noch ein Fremder, der sich in die hiesige Politik einmischt. Nun, je mehr, desto besser. Gut, dass ihr hier seid. Ja, okay. Ah, da sah man gerade, wie die Wölfe ein Wild angreifen. Das sind Banditen, aber wie man sieht, die sind uns nicht böse gesonnen. Na gut, nochmal will sie nicht mit uns reden. Jetzt erstmal kurz gucken, was unsere Produktion angeht. Die einmal ausbauen. Dann, was brauchen wir jetzt noch nicht? Das Bedürfnis haben sie noch nicht. Wir brauchen eine Eisen-Dingsbums. Abbauen und so. Fahrt. So. 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 Und Minenarbeiter. Okay. Das ist halt unser Wild. Ist eigentlich relativ gut. Du wirst ausgebaut. Die Bäckerei bauen wir auch einmal aus. Ja. 19. Machen jetzt die Metzgerei auch nochmal eins weiter. Das Militär brauche ich noch nicht, weil ich habe noch... Doch, ich habe schon Eisen. Aber nicht genug Holz. Okay, mal wieder zu. Und dann gehen wir einfach mal weiter erkunden. Ach nee, da waren wir ja schon, da waren wir ja schon. Schon unterwegs. Stein. Ah, da oben ist was Pinkes. Pink kennen wir noch nicht. Und hier ist was Türkises, aber auf dem Berg drauf. Willkommen in Riedfurt. Ihr scheint ein ehrenwerter Ritter zu sein. Dennoch, bitte begebt euch zuerst nach Janusberg. Sollte der Landvogt dort für euch bürgen, so lassen wir euch jede Unterstützung zuteil werden. Jawohl! Ei. Okay, hier begrüßt uns keiner. Aber was Neues. Hier sieht man auf der Minikarte das Symbol für Kräuter. Und die kann man mit einer Kräutersammlerhütte dann auch sammeln. Jawohl! Alles klar. Mal weiter gucken. Willkommen in Janusberg. Lasst uns darüber sprechen, wie wir den leidenden Siedlern von Galos beistehen können. Ich habe die Stadt Janusberg erreicht. Wir leiden sehr unter der Knechtschaft des bösen Barons. Ein weiser Herrscher würde sich um alle Siedler von Galos kümmern. Es scheint, als ob der Baron uns für den Moment in Ruhe lässt. Eilt zum Dorf Monstein und seht nach, was euch dort angeboten wird. Sobald ihr eure Siedlung befestigt habt, solltet ihr das Kloster Castana aufsuchen. Die Mönche dort benötigen eure Hilfe. Wenn ihr euch jetzt in das Dorf Riedfurt begebt, werden die Leute dort gern mit euch handeln. Sie hoffen, alle, dass ihr Frieden nach Galos bringen werdet. Ja, also wie man sieht, jetzt geht es natürlich schon gleich mal weiter. Und die Stadt oben ist auch nicht von schlechten Eltern. Schon recht weit, viel ausgebaut und vor allem, was man auch sieht, der hat seine Burg nochmal extra geschützt. Das ist immer ganz sinnvoll, weil dann müssen die halt nochmal durchbrechen.
Oh, das ist mein Telefon. Ich muss mal eben unterbrechen. Und da geht es weiter. Wo waren dann jetzt dran? Genau, viel zu erkunden und erreichen und so weiter und so fort. Und er hat aber auch schon gesagt, bitte befestigen. Das heißt, ich werde jetzt gerade erst einmal nichts tun, bevor ich nicht mein Militär etwas hochgezogen habe. Oder überhaupt welches besitze. Schwertschmiede haben wir noch nicht, ne? Nein, haben wir noch nicht. Ja. Passt leider nicht. Ja, bauen wir dich halt da ein. So. Dann, Kaserne. Baue ich eigentlich immer ganz gern in der Nähe der Burg. Hat keinen Sinn, aber... Also keinen näheren Sinn. Aber ich finde, das passt irgendwie. Ich mag das ganz gerne. So. Dann meinte er was von wegen Stadt befestigen. Gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Also hier kann nichts hoch. Dazwischen können wir... Hier sieht man auch, das friert langsam zu. Da könnte also auch irgendjemand quasi durchlaufen. Und da wir das Gebiet nicht erobern wollen, baue ich hier einfach mal zu. Da kostet es 4, hier kostet es 3. Wir nehmen die 3er-Variante. Hier ist Kartenrand, hier kann uns nichts passieren. Felswand. Ja, hier müssen wir gleich mal gucken. Dann hier kann uns nichts passieren, da nicht, da nicht. Hier können wir ein Tor hinbauen. Da oben müsste nämlich auch, genau, auch eine Wand. Also kommt hier ein Tor hin. Zu wenig Steine. Ja. Müssen wir erstmal warten, bis wir wieder mehr Steine haben. Wie gesagt, bei sowas wie Steinbruch und Mine und sowas lohnt sich schon, das Ding komplett auf Stufe 3 auszubauen. Weil, wenn es leer ist, ist leer. Ist einfach so. So. Hier geht's langsam hoch. Müssen wir mal gucken. Hier hat er aber eigentlich auch angedockt. Hat aber kein so ein extra Türmchen gebaut. Naja, hoffen wir mal, dass es hält. Ah, das sieht irgendwie nicht so aus, ne? Aber ich habe es eigentlich extra so angefangen. Kann natürlich sicherheitshalber nochmal so bauen. Aber da habe ich erst recht nicht genug Stein fürs Tor. Aber das ist ja egal. Machen wir mal sicherheitshalber. Dann sehen wir ja sowieso gleich, ob jetzt hier einer durchläuft von meinen. Wenn nämlich ja, wissen wir, dumm gelaufen. Wo macht er sich denn auf den Weg? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ein Stein. Ja, der wandert hier so hoch. Das war ganz gut, dass ich da nochmal gebaut habe, denke ich. Weil die Lücke, die sieht so groß aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dicht ist. Und der er ja auch scheinbar von da aus an diese Baustelle rankommt. So. Wie sieht es denn kleidungstechnisch aus? Nicht so besonders. Aber eine Farm können wir nicht machen und wir können sowieso nur eine Gerberei basteln. Okay. Hier oben könnten wir noch Wild holen. Wo ich auch überlege, ob ich das mache. Oh, ein Bär. Ja klar, lauf auf den... Ey, du hast den Bären doch gesehen, meine Güte. Ach ja, ach ja. Stufe 2 von 3. Ja, ich baue die halt eigentlich ungern auf 3 aus. Aber es sieht ja auch so ganz gut aus. Getreide haben wir irgendwie gerade keins mehr. Holz geht dafür ganz gut. Ja, man sieht, die hier lagern jetzt schon 9. Ich hoffe mal, die bringen das bald ins Lager. Aber kann ich das nicht auch irgendwie... Je nachdem, du schick mal ins Lager oder so? Geht das? Achso, er macht sich jetzt gerade auf den Weg. Sehr gut.
Dann können wir auch gleich hier oben unser Tor hinbauen. Ich baue das ein bisschen nach hinten, damit ich hier rechts und links noch Mauer ziehen kann. Ja komm, bring's ins Lager, bring's ins Lager. Hopp, hopp. Ihr seid, ich will erstmal hier die Stadt befestigen und dann können wir handeln gehen. Wunderbar. Nein, es war die Kamera. Jetzt das Tor natürlich noch richtig rumbauen. So. Ach, hier war nicht genug Stein, oder? Nee, wieso baust du denn nicht? Okay, die Seite geht problemlos. Was hat er denn jetzt hier? Was nöselt er denn jetzt hier rum? Irgendwas mag er hier jetzt nicht. Ich weiß nur nicht was. Aber das ruckelt auch immer dann so. Dann sehe ich das auch immer nicht so. Ach ja, ja, ja. Na los, komm. Also man muss da doch irgendwie... Nee, ich will nicht über die Straße bauen. Ich hätte es noch ein Stück zurücksetzen müssen. Ganz bestimmt. Ach ja. Ach nee, jetzt wird das ein richtig teures... Unterfangen, weil hier irgendwas mit dem Gelände das Teil ankotzt. Menno. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich einfach nur noch ein Stück da hinten hinsetzen müssen. Soll ich nochmal abreißen? Muss ich ja eigentlich. Ich reiße es mal nochmal ab. Ist zwar jetzt blöd, aber... Lässt sich jetzt auch nicht ändern. Setze ich das hier hinten hin. Ach nee, das ist jetzt wirklich blöd, ist das. So, was sagt denn unser Militär? Schwertschmiede, ja, schmiedet fröhlich vor sich hin. Sieht auch ganz gut aus, alles klar. Dann gehen wir mal die Dörfer besuchen. Wollen wir dich denn? Hallo Elias! Geh mal das Dörfchen da besuchen. Schon unterwegs. Ah, ich muss... Ja, ist mit der Kamera sitzt auf der Karte so ein bisschen. Nein. So. Jetzt kann ich mich wenigstens wieder etwas orientieren. Ich gehe erstmal die hier unten besuchen, denn die sind ja viel näher zu uns. Wenn die irgendwas wollen, dann können wir denen schneller helfen als denen da oben. Die Steine haben wir wieder 22. Das heißt, auf ein neues. Ein Getreidebauer hat kein Feld. Nee, jetzt nüsel nicht auf der Seite hier rum. Jetzt komm mir nicht so. Da kriegst du ja echt die Krise. Was haben die denn immer alle? Na gut, warten wir erstmal, bis wieder genug Steine da sind. Ja, ist jetzt nicht so optimal und nicht so schick. Aber nun gut. So. Hallöchen. Alles klar. Ja, der sollte vermutlich was sagen. Ich lese es einfach mal vor. Wir leiden unter der Knechtschaft des bösen Barons. Ein weiser Herrscher würde sich um alle Städte von Galas kümmern. Ja, das war jetzt das, was der andere vermutlich gesagt hat. Es scheint, als ob der Baron uns... Musste uns den Film-Moment in Ruhe lässt, bla bla.
Unser Lagerhaus steht euch für den Handel offen. Wir haben die besten Schafe in ganz Gallos. Im Gegenzug hoffen wir auf eure Hilfe, wenn wir sie benötigen. Kauft doch eine Schafherde in unserem Lager. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. Du hast ihn unterbrochen. Vollpfosten. Kauft doch eine Schafherde in unserem Lagerhaus. Durch die Schuhe der Schafe gewinnt ihr Wolle, mit der ihr Wollkleidung weben könnt. So.